Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist Beyond 1 und wir zocken Total War Rome 2 in der Imperior Edition. Ja, hier hat sich eine Nasamon-Einheit nach uns verirrt. Ah, schau mal. Sie stehen auf Gewaltmarsch. Oh, sind aber sehr stark, also. Ja. Die sind sehr stark. Die haben eine Menge Speerkämpfer, die haben Steinschleuderer und ja, dagegen sind wir aktuell mal, haben wir mal so gar nichts dagegen auszurichten. Ich ziehe euch mal direkt hinterher. Ja, nee, da können wir nichts machen. Und muss hier ein paar Steinschleuderer rekrutieren. Auch wenn ich es nicht so gerne mache, aber. Ich muss da zumindest ein bisschen was gegen ausrichten können mit meinen Einheiten hier. Wir haben 13, wir haben 23, aber. Und die Stadt, aber die sind schon sehr gut. Die sind sehr gut. So, wir können erstmal eine neue Technologie erforschen. Gehen jetzt im Bereich der Taktik, Nahkampfangriff für alle Einheiten. Nahkampfabwehr oder Wirtschaft. Wir haben den Wohlstand, wir haben die Philosophie, kulturelle Konvertierung. Plus 3% Steuersatz, öffentliche Ordnung, alle Provinzen, Korruption, ja, das hört sich doch mal gut an. Plus 2 öffentliche Ordnung, alle Provinzen, ja, schön. Auf jeden Fall machen. Und hoffen jetzt, dass wir verschont bleiben hier. Oh Gott. Dass er uns zumindest noch so lange Zeit lässt, bis wir noch ein paar sehr gute Steinschleuderer rekrutieren können. Wie ihr hört. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir haben allerdings Verstärkung. Wir haben Ägypten und wir haben hier. Wir haben Verstärkung. Und wir sind auch klar besser. Große Armee steuern. Ja, was wollen wir machen? Also wir sind klar im Vorteil. Jetzt doch. Hätte ich so nicht erwartet. Ich würde das mal automatisch kämpfen lassen. Ja. 61, ja, ist dann schon ein bisschen wenig. Also wir kämpfen. Und ja, werden sie vernichten. Haha. Haben natürlich erstmal zahlenmäßig wenig entgegenzusetzen. Aber das wird sich ändern. Es wird für den Feind eine verlustreiche Schlacht werden. So, wo sind wir? Wir sind hier. Schön. Wir sind hier. Wir haben hier unsere Pikinier. Ja gut, wir können jetzt erstmal das Gefecht starten. Ich weiß nicht, von wo er kommt. Er kommt von da oben. Er wird uns angreifen, das heißt, wir bauen hier mal unsere Verstärkung ist eingetroffen. Unsere. Schnelles Marschieren. Ach, guck mal, wir können von zwei Seiten aus angreifen. Hier hinten haben wir auch Einheiten. Schön. Das heißt, der Feind rennt auf uns zu und wir können ihn wirklich schön von beiden Seiten einkesseln. Und sie schicken die Steinschleuderer voraus. Okay, das ist natürlich. Das ist natürlich taktisch klug. Deswegen dann warten wir erstmal hier. Und kesseln ihn dann ein von beiden Seiten. Ihr versteckt euch mal hier. Streitwagen. So, und ihr gebt. Ja, da tut sich doch was. Kommt da noch feindliche Unterstützung? Ihr seid noch unentdeckt. Okay. Ist nur doof, dass ich meine ganzen Fernkampfeinheiten alle hier habe.
Das ist ein bisschen sehr blöd. Nicht zu sein. Das gefällt mir nämlich gerade gar nicht. Schnelles Marschieren. So, dann ziehe ich mal die Einheiten alle nach vorne. Speerträger! Zack. Euch ziehe ich nach vorne. Schnell! Und ich nehme mal direkt den Plänkelmodus raus. Wie ihr sagt. So, da ich hier auch die Speerkämpfer mir gegenüber habe. Hier vorne passiert auch erstmal noch nichts. So, ihr macht dann bitte mal eine Phalanx gleich. Pigmentiere! Ja, nicht so weit auseinander. So weit bitte. Und dann könnt ihr eine Phalanx erstmal machen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Schwerter! Ja, die galaktischen Schwertkämpfer, ihr geht hier hin. An die Waffen! Und ihr greift die mal an und mischt die auf. So, jetzt werden wir hier natürlich extrem angegriffen. Unser General wird angegriffen! Ja, deswegen gehen wir jetzt mal einfach in den Angriff über. Er hat dort nur. Er hat nur Fernkampfeinheiten vorne. Deswegen sage ich hier erstmal einen schnellen Angriff. So, du greifst auch mal schnell an. Du mischst die auf. So, und ihr Streitwagen, ihr fahrt jetzt mal einfach durch. Geht da jetzt mal einfach rein. So, geht da rein. So, Angriff. So, und schauen wir eben da hinten, was hier los ist. Ja, hier passiert so einiges. Ja, hier passiert einiges, was nicht so gut ist. Unser General ist gefallen. Ja, das ist scheiße. Also dieser Zwei-Fronten-Krieg, das ist nicht gut. Das haben wir jetzt hier total verkackt, also. Wir haben hier alle Fernkampfeinheiten verloren. Das ist ein schändlicher. Wir haben dort jetzt wirklich alle Fernkampfeinheiten verloren. Ganz schlecht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Also das war jetzt ganz schlecht gespielt. Das war ganz schlecht gespielt. Hier haben wir eine Bürgerkavallerie. Du kannst ja da hinten angreifen, mal schnell. Du kannst da angreifen. Ihr könnt alle eine Phalanx machen. Du auch. Du kannst auch eine Phalanx machen. Du kannst ihn da oben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Du machst eine Phalanx. Das ist ein schändlicher Angriff. Du kannst auch da an. So. Ja. Ich habe zu Beginn gesagt, dass der Computer das wahrscheinlich nicht so gut spielt. Ja, ich habe es jetzt noch viel schlechter gespielt, um ganz ehrlich zu sein. Hier haben wir einen großen Knäuel. Erwarte Befehle, Sturm des Pharaons. So, ihr mischt die da oben auf. Fertig. So, du machst die doch mal platt. Ihr greift mal hier an. Ja, und ihr geht jetzt hier alle auf eine Einheit. Was ist das denn? Diese verdammten Steinschleuderer, das ist unglaublich hier. Was die, also,
Was diese blöden Steinschleuder hier alle. Das ist ein schändlicher Anblick. Weghauen. So, jetzt jagt sie, Mensch. Mann, das darf doch nicht wahr sein, das darf doch nicht wahr sein. Ja, sie laufen natürlich schneller. Ist ja klar. Dass sie schneller laufen und ihr greift die doch jetzt mal bitte an, das darf doch nicht wahr sein. Hier ein Knäuel, unglaublich. Ja, und da wieder Steinschleuderer, die natürlich abhauen, nichts Besseres zu tun haben. So, und ihr lauft jetzt mal bitte alle hier drauf. Und ihr habt hier den. Ihr geht mal da drauf. So, und dann macht das jetzt mal klar hier. Also, das darf hier nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Dass eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Derbe auf den Sack kriegen. Da haben wir den Zwei-Fronten-Krieg und spielen ihn so schlecht aus. Unglaublich, liebe Freunde, unglaublich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Wir haben fast alle Einheiten verloren, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, jetzt. Ja, und du lauf jetzt da mal einfach durch. Du kannst mal hier drauf gehen. So, komm mal zurück mit deinem Streitwagen. Solange ihr ihn noch habt. Und dann sammelt euch mal hin. Macht mal einen Kriegsschrei. So, und dann werdet ihr da mal schön durchlaufen. So, und jetzt mit Ansprung einmal durch. So, macht sie alle. So, noch einmal bitte den Kriegsschrei. In Hoffnung, dass er mein schlechtes Gameplay bisher irgendwie. Ja, irgendwie wieder wegmachen kann. Ja, hier werden sie alle gejagt, aber irgendwie sind die gegnerischen Einheiten schneller. So. Jetzt macht sie platt. Hier an unserem Knäuel scheint auch alles erledigt zu sein. So, da bitte einmal noch aufmischen, komplett. Ja, also es tut mir echt leid. Es war so dermaßen schlecht gespielt. Also ich ärgere mich gerade tierisch. Also. Ich habe einfach, gut, ich meine, ich werde das Gefecht gewinnen, klar, keine Frage, aber ich habe einfach zu viele Verluste schlucken müssen. Das war einfach too much, ja. Einfach too much, knapper Sieg, ja, leider Gottes. Na, obwohl, ich habe 1000 Verluste, er 2000 Verluste. Nee, ich bin aber absolut nicht zufrieden. Es war dieser Zwei-Fronten-Krieg, war auch ehrlich gesagt ein bisschen unübersichtlich zwischendurch. Ist schwierig, da alles im Auge zu behalten, die Einheiten aufzustellen, immer wieder neu auszurichten.
Er ist wirklich extrem schwer. So, die Einheit ist nicht tot. Was machen wir mit den Gefangenen? Ich würde sie erstmal versklaven. Wir suchen Schutz. Ja, dann such du mal Schutz. Dann hoffe ich für dich, dass der Schutz erstmal reicht. Ein ehrenhafter Tod. Ja, leider ist unser General gestorben. Der andere ist aufgestiegen. Und wir brauchen einen neuen General. Okay, andere Familien. Andere Familien. Dynastie vom Ptolemäus. Minus 1 Hofadliger. Ja, andere Familien. So, was haben die denn alle für Fähigkeiten? Wachstum pro Runde. Öffentliche Ordnung. Ja, Hingabe, öffentliche Ordnung. Autorität, Geheimaktion, Hingabe, kulturelle Konvertierung, Belagerungszeit. Ich nehme das Wachstum und die öffentliche Ordnung. Und ja, der Streitwagen ist gut, aber ich nehme lieber hier die, die haben Nahkampfangriff 50, Abwehr 69. Ich nehme hier die galatische königliche Garde. Ja, okay. Was kann ich für Ägypten? So, beim Fest der da. Also wenn ihr es euch durchlesen wollt, bitte einmal jetzt Pause. Einmal jetzt Pause. Und einmal jetzt Pause. Jedenfalls haben wir plus 25% Wohlstand durch Landwirtschaft und plus 4 öffentliche Ordnung pro Runde in allen Provinzen. Sehr schön. Dadurch generieren wir hier plus. Und wir haben den Bau abgeschlossen. Und wir haben Einheiten produziert. So, schaue ich mal kurz in die Stadt. Also Nahrung 0, öffentliche Ordnung ist gut. Und in Ägypten haben wir eine schlechte öffentliche Ordnung. Bedingt durch was? Durch was? Warum? Wir haben noch die Steuerstufe nicht hochgestellt. Naja, werden wir alles auf jeden Fall in der nächsten Runde erleben. Auch wie wir hier die Händler des Todes. Ich werde mal schauen. Ach, die werde ich angreifen, klar. Aber erst in der nächsten Runde. Wenn es euch gefallen hat, ein Like. Ansonsten ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag mal bis zur nächsten Runde.